Heute stelle ich dir die Top 50 Anime vor, gleich nach dem Intro. Ihr habt entschieden und hier sind sie, eure 50 Lieblingsanime. Doch bevor wir anfangen, danke für 100.000 Abonnenten. Ich hätte nie gedacht, dass wir das erreichen. Danke also dafür. Und wenn du mir helfen willst, den nächsten Schritt zu machen, dann abonniere auch du und die Glocke aktivieren und like das Video. Aber kommen wir nun zur Liste. Auf Platz 50, Elfenlied. Ein echter Klassiker, vielleicht für viele sogar ihr erster Anime. Erinnert ein wenig an Goblin Slayer, jedoch war das Ende für viele nicht zufriedenstellend. Deswegen sollte man einfach auf den Manga zurückgreifen. Den gibt es auch bei uns. Lohnt sich wirklich. Platz 49. Vinland Saga. Das Attack on Titan Studio versucht sich an Wikinger-Action und überzeugt grandios. Leider viel zu unbekannt. Unbedingt anschauen. Platz 48. Detective Conan. Unser Oberschuldetektiv wird plötzlich wieder ein kleiner Junge. Jedoch hat er immer noch den Grips von damals. Eine Serie, die schon um die 1000 Folgen hat. Und über 20 Filme. Echt lange. Viele haben die sicherlich in ihrer Kindheit gesehen. Mit deutscher Synchro und den schönen deutschen Openings. Ach, die waren super. Platz 47, Classroom of the Elite. Dieser Anime schafft es, Schule spannend zu machen. Denn wenn man gute Noten bekommt, bekommt man Geld. Und bei schlechten Noten verliert man Geld. Aber nicht nur das. Auch das Ende ist extrem cool. Da will jeder eine zweite Staffel haben. Ob die jemals kommen wird? Platz 46, Neon Genesis Evangelion. Mein Lieblingsanime. Leider hat er es nicht weit oben in die Liste geschafft. Jedoch ist es nicht unbedingt verwunderlich. Der Anime kommt nämlich von 1995, ist also in 4:3. Wer darauf keinen Bock hat, kann sich auch die Remake-Filme anschauen. Die sind auch super. Trotzdem lohnt sich auch die originale Serie. Platz 45, Goblin Slayer. Einer der Hype-Anime der letzten Jahre. Besonders über die erste Episode wurde viel diskutiert. Jedoch ist er danach etwas abgeflacht. Wir warten ja immer noch auf eine zweite Staffel. Bis jetzt haben wir nur einen Film erhalten. Der hat es jedoch noch nicht zu uns geschafft. Platz 44, Fate Stay Night Unlimited Blade Works oder allgemein das Fate-Universum. Viele Anime davon wurden von Ufotable animiert. Das ist das Demon Slayer Studio. Die Kämpfe sehen also fantastisch aus. Aber auch die Charaktere sind sehr beliebt und kommen oft in vielen Top-Listen vor. Was ganz anderes ist Platz 43, Your Lie in April. Der kombiniert Drama mit klassischer Musik und er schafft das Unmögliche, eben klassische Musik spannend zu machen. Wer hätte das gedacht? Wer bei dem Anime nicht geweint hat, der ist kein Mensch. Platz 42, Black Butler. Ein Anime-Klassiker, den ich unbedingt noch schauen muss. Habe ich aber nur Positives von gehört. Platz 41, Psycho Pass. Einer der besten Sci-Fi-Krimi-Anime, die es gibt. Der spielt in der weit entfernten Zukunft. In einer Welt, die irgendwie cool ist, aber auch ziemlich angsteinflößend. Denn dort wird jeder überwacht, hat schon viele Staffeln und mehrere Filme. Platz 40, Bunny Girl. Ein richtiger Überraschungshit. Besonders aber der Film konnte viele überzeugen. Platz 39, Darling in the Franxx. Sicherlich der Hype-Anime der letzten Jahre. Ist jedoch noch etwas zu jung, um wirklich ein Klassiker zu sein. Kombiniert aber Action mit Romanze. Und das funktioniert eigentlich immer. Platz 38, Magi. Spielt mal an einem ganz anderen Ort, nicht in Japan. Da gibt es viel Wüste. Begleitet die Charaktere auf einem magischen Abenteuer. Platz 37, Angel Beats. Eine wirkliche Achterbahnfahrt. Der Anime springt hin und her zwischen Komödie und Drama. Funktioniert aber meistens mit einem wirklich coolen Ende. Platz 36, Charlotte. Kommt von denselben Machern wie Angel Beats. Wer also den einen Anime mag, sollte auch den schauen und umgekehrt. Platz 35, Noragami. Der Anime hat eigentlich für jeden was. Action, Romanze, Comedy, Fantasy, eigentlich ist alles dabei. Also unbedingt mal anschauen. Platz 34, Dr. Stone. Auch wieder ein neuer Anime, der ziemlich gehypt wurde. Ist aber auch kein Wunder. Hat nämlich einen unglaublich coolen Anfang. Denn die Menschheit wird komplett versteinert. Nach tausenden von Jahren wachen jedoch einige wieder auf. Und diese müssen langsam aber sicher die Zivilisation wieder aufbauen. Echt eine coole Idee. Platz 33, Jojo, der Internet-Meme-Anime. Wenn man da auf Twitter ist, wird man den sicherlich mal gesehen haben. Wer also die Memes verstehen will, sollte sich den anschauen. Hat jedoch einen etwas schleppenden Anfang. Da muss man durch. Platz 32,
nämlich Erased. Ein wirklich spannender Thriller, wo unser Protagonist in die Vergangenheit reist, um den Mord an seiner Mutter zu verhindern. Dabei reist er jedoch nicht nur eine Stunde in die Vergangenheit, sondern er geht nun wieder zur Grundschule und muss da einen weiteren Kriminalfall lösen. Wie hängen die beiden Fälle nur zusammen? Findet es heraus. Spannend bleibt es bei Platz 31, The Promised Neverland. Da warten wir ja schon sehnlichst auf die zweite Staffel. Die erscheint jedoch erst im Januar 2021. Wird auch mal Zeit, denn der Manga wurde schon beendet. Platz 30, Seraph of the End. Ein Action-Drama, was einfach cool aussieht. Kein Wunder, kommt auch vom Attack on Titan Studio. Also unbedingt mal reinschauen. Platz 29, Date Alive. Was würdest du tun, wenn du Geister daten müsstest, um die Welt zu retten? Genau das passiert nämlich in Date Alive. Da können auch nur die Japaner drauf kommen. Hat schon 3 Staffeln und einen Film. Außerdem soll er noch eine 4. Staffel erhalten und noch einen weiteren Film. Wird also eine ziemlich große Reihe werden. Platz 28, Clannad. Staffel 1 ist noch relativ Comedy-lastig, aber spätestens Staffel 2 wird richtig emotional. Wer da nicht geweint hat, ist kein Mensch. Platz 27, One Punch Man. Action, Action, Action und ein bisschen Komödie. Einer der wohl bestaussehendsten Anime ever. Wer Kämpfe mag, ist hier genau richtig. Aber er ist auch ziemlich lustig. Auch wenn die zweite Staffel leider nicht überzeugen konnte. Aber hoffentlich wird Staffel 3 besser, wenn es die überhaupt geben wird. Platz 26, Violet Evergarden. Der sieht auch fantastisch aus und hat auch sympathische Charaktere, ist aber natürlich deutlich ruhiger. Außerdem kommt sogar der zweite Film zu uns in die Kinos, nämlich am 24. November. Da freue ich mich schon drauf. Platz 25, Bleach. Ein echter Klassiker und zählte damals zu den großen 3. Nun bekommt er endlich eine Fortsetzung. Wer hätte das gedacht? Platz 24, Shield Hero. Einer der bekanntesten Isekai-Anime, welcher nicht nur eine, sondern gleich 2 weitere Staffeln erhalten soll. Wann die jedoch erscheinen, ist noch nicht klar. Da waren die Macher wohl etwas von dem Erfolg überrascht. Platz 23, Steins Gate. Eine wirklich spannende Serie mit Zeitreise-Thematik. Braucht jedoch etwas, um richtig in Fahrt zu kommen. Gebt also der Serie Zeit, es lohnt sich. Platz 22, Akame ga Kill. Der Anime mit dem besten Ende ever. Platz 21, Overlord. Willst du mal der Böse sein, dann ist Overlord genau richtig. Denn hier kämpft unser Protagonist nicht gegen den Dämonenlord, sondern er selber der Dämonenlord. Echt mal was anderes. Platz 20, Full Metal Alchemist Brotherhood. Ein wahres Meisterwerk. Bei dem Anime überzeugt eigentlich alles. Die Animationen, die Musik, die Charaktere, die Story, eigentlich alles. Ist schon etwas schade, dass er so weit unten ist. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, gebt ihm unbedingt eine Chance. Platz 19, Food Wars. Wer den Anime schaut, bekommt sofort Hunger. Hat nun schon 4 komplette Staffeln. Und bald geht es auch mit der 5. Staffel weiter. Ob die jedoch notwendig gewesen wäre, weiß ich nicht. Platz 18, Black Clover. Ist das vielleicht einer der neuen großen Shonen-Anime? Zumindest beliebt ist er. Und außerdem geht er endlich weiter. Der musste ja leider für ein paar Wochen pausieren. Was ganz anderes ist Platz 17. Und zwar High School DD. Den schauen wir natürlich alle wegen der Story. Zwinker, zwinker. Platz 16, Fairy Tail. Auch wieder einer dieser großen Shonen-Anime. Manche mögen ihn ja nicht unbedingt. Ich fand ihn aber echt gut. Besonders die Twists und die Wendungen waren echt krass. Platz 15, Tokyo Ghoul. Lest den Manga. Platz 14, My Hero Academia. Auch wieder ein ziemlich bekannter Shonen-Anime. Der macht es jedoch anders. So kommt dort nicht jede Woche eine neue Folge raus, sondern immer jedes Jahr eine neue Staffel. Auch mal cool. Platz 13, Demon Slayer. Einer der Anime mit den wohl besten Kämpfen auf dieser Liste. Die Story ist eher 0815, aber die Kämpfe reißen es raus. Da warten wir ja immer noch auf eine zweite Staffel. Bis jetzt wurde nur ein Film angekündigt, aber wenigstens etwas. Platz 12, No Game No Life. Auch der soll unbedingt eine zweite Staffel bekommen. Aber ob die jemals kommen wird, ich bin mir nicht sicher. Der hat auch einen Film erhalten, aber das reicht uns nicht. Wer mal ein Isekai-Anime mit schlauen Protagonisten sehen will, ist da genau richtig. Platz 11, Haikyuu. Der wohl bekannteste Sportanime der letzten Jahre. Hat er aber auch verdient. Wundervolle Animationen, sympathische Charaktere und wirklich spannende Spiele. Hat auch schon echt viele Staffeln. Platz 10, The Seven Deadly Sins. Eigentlich ein ziemlich gutes Action-Drama. Wäre da nicht Staffel 3 und wahrscheinlich auch Staffel 4. Denn da sind die Animationen deutlich, deutlich abgesackt. Und scheinbar macht auch das Studio von Staffel 3 auch Staffel 4. Naja, mal schauen, wie die werden wird. Staffel 3 schafft
es im Juli auf Netflix. Mehr dazu erfährst du in dem Video oben rechts. Auf diesem Kanal gibt es übrigens jeden Dienstag die Anime-News der Woche. Wenn du also das nicht verpassen willst, abonniere unbedingt den Kanal. Und die Glocke nicht vergessen. Auf Platz 9, WeZero. Auch wieder einer der bekanntesten Isekai-Anime. Ist aber auch kein Wunder, denn unser Protagonist hat eine besondere Fähigkeit. Jedes Mal, wenn er drauf geht, wird er zurückgesetzt. Wie in einem Videospiel. Bald kommt auch die zweite Staffel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Platz 8, One Piece. Einer der wohl bekanntesten Anime ever. Den kennt doch wohl jeder. Und das Opening kann hoffentlich jeder mitsingen, oder? Ach, diese deutschen Openings. Das war echt cool. Platz 7, Code Geass. Einer meiner Lieblingsanime. Besonders die Fähigkeit des Protagonisten ist echt cool. Also das Geass. Wo Lelouch jedem einen Befehl geben kann. Aber auch, dass es zwei Protagonisten gibt, die auf unterschiedlichen Seiten stehen, ist echt mal was Neues. Platz 6, Assassination Classroom. Was würdest du machen, wenn du ein Alien als Lehrer hast und dieses die Welt vernichten will? Klingt verrückt, ist es auch. Platz 5, Death Note. Wer den Anime noch nicht kennt, der hat wirklich was verpasst. Unbedingt anschauen, aber bitte nicht den Netflix-Film. Platz 4, Attack on Titan. Einer der Hype-Anime der letzten Jahre. Vielleicht sogar der beste Anime des Jahrzehnts. Er bekommt auch endlich eine vierte und finale Staffel. Da wurde jedoch das Studio gewechselt. Aber keine Angst, der Trailer zur vierten Staffel sieht echt fantastisch aus. Also sollte alles gut gehen. Platz 3, Sword Art Online. Wo wir gerade von Hype geredet haben. Den Anime kennt sicherlich auch fast jeder. Ist ja auch kein Wunder. Wer wollte damals nicht Kirito sein und das Nerf Gear aufsetzen? In so eine Welt eintauchen, wäre irgendwie cool. Wir haben zwar auch die VR-Headsets, aber ja, die sind halt jetzt nicht so cool. So ein Nerf Gear wäre schon echt nice, oder? Platz 2, Naruto. Auch wieder einer der großen Shonen-Anime. Dieser Anime hat sicherlich viele in ihrer Kindheit mit begleitet. Kein Wunder also, dass er so weit oben ist. Kommen wir nun aber zu Platz 1. Und zwar Hunter x Hunter. Dieser Anime ist auch ein echtes Meisterwerk. Gerade Gon, der Protagonist, ist super sympathisch. Hoffentlich bekommt der Anime jedoch irgendwann mal ein Ende. Das ist das einzige Problem. Und das war's auch schon mit der Liste. War dein Favorit mit dabei oder habe ich einen Anime vergessen? Schreibe es doch gerne in die Kommentare. Drücke auf den Gefällt mir Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!